Tief fliegt unten am Wolkenrand. Die Krähennamen unbekannt. Ein Gipfel in die Wolken sticht. Die Trähe explodiert im Licht. Das Gold fließt über Stadt und Land. Das Strahlen hat die Nacht gebannt. Die Wiesen liegen schattenlos. Die Schlanke windet sich im Moos. Bloß ich ertrinke in Dunkelheit, verreise in die Nacht. Weiß nicht mehr, was mich halten soll, wenn euch die Sonne lacht. Ich wickle mich ins Sternenkleid, dass ich den Himmel stehle, wähle die Ewigkeit und tanz mit meiner Seele am Rande der Unendlichkeit und zähle die Zeit, die mir noch bleibt. Besprech mit Gott mein Monument, gib ihm dafür mein letztes Hemd, verschache meinen Glauben. Ein Kerzel in der Ferne brennt, von oben kommt ein Raunen. Gott runzelt seine hohe Stirn, die Engel lutschen Daumen. Lieber Sigi, liebe Ingrid, lieber Christian, meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich mit dem äußeren Erscheinungsbild von Siegfried Anzinger beginnen. Ich habe immer diese weggeworfene Eleganz bewundert, dieses widerständige und ewige Einknicken, dieses biegsame und doch starre und sture. Und aus dem Verborgenen herauskommend knallharte Worte, Behauptungen und zauberhafte Geschichte über Land und Leute. Die immer zu lange Jacke, die immer zu weite Hose, das Haar, das sein Gesicht versteckt, immer in Bewegung, immer mahnend, drohend, erzählt er mir, dass Malerei das ganz Erstaunliche ist, dass Malerei das ganz Einmalige ist und verweist ganz nebenbei auf seine eigene Einmaligkeit. Etwas, was mir nicht fremd ist, was ich mag. Denn in dieser Atmosphäre treffen sich einmalige Künstler. Siegfried fiel mir auf, weil er auffällt. Obwohl er aussieht wie, man könnte fast sagen, wie ein Jedermann. Und doch besitzt seine eigene, eine ganz selbstverständliche, ungekünstelte und ungewöhnliche Aura. Er erfüllt einen Raum, wenn er ihn betritt. Für mich gehe ich davon aus, wie ein strahlendes Licht den Raum zu betreten. Aber er kommt daher wie ein schwarzes Loch und zieht alle an, in einer unheimlichen Form von Konzentration, die ihm allein gehört. Ich glaube, man ärgert sich sofort über ihn, findet ihn fremd und ungewöhnlich. Manchmal erscheint er sogar nicht von dieser Welt. Jedoch diese Präsenz, dieses erstaunliche Dasein von Siegfried hat mich immer fasziniert. Ganz zwangsläufig glitt meine Neugierde zu dem, was er macht. Dort habe ich ein Reichtum und eine Schönheit entdeckt, die in einer Art einmalig ist. Ich glaube nicht, dass es einen Maler gibt, der so wurstig mit Genie umgeht, so gleichgültig seinem Talent gegenüber ist. Mit einer geradezu hinreißenden Verantwortungslosigkeit zaubert er Welten, die neben der Welt liegen, die anderswältig sind. Diese Verrücktheiten sind Angel- und Fallstricke, die er in seine Bilder legt. Wie immer werden alle Deutlichkeiten überschätzt, denn der Witz und die Anspielungen in den Bildern sind Alltag, sind Tagebuch. Letzten Endes bedeuten sie nichts. Doch sind sie Anker für eine der großartigsten Malerei unserer Tage. Siegfried misshandelt die Farbe, er ertränkt die Farbe, er spielt mit ihr herum wie ein Kind in dem, was es ins Bettchen macht, rührt er. Und plötzlich entdeckt er etwas, verfestigt es. Und dann einfach so ist ein Fels, ein Baum, ein Akt. Oder Mann im Baum oder Indianer auf der Pirsch. Und weil Siegfried Österreicher ist, finden sich darunter auch natürlich kleine versteckte Schweinereien. Die müssen sein in Österreich. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Jedoch auch darin ist er ein Meister. Denn alles ist nie penetrant, ist nie peinlich.
In Wahrheit provoziert Anzinger, und das ist erstaunlich, trotz seiner vordergründigen Gegenständlichkeit und Verspieltheit, nennen wir es so, Gegenständlichkeit ist sicherlich das falsche Wort, provoziert er diese seltsame Art der Farbe und der Behandlung von Farbe. Ich führte schon an, dass er die Farbe ertränkt. Er wirkt sie auch. Er zerknittert die Leinwand, er reibt sie, er erkämpft eine Position, setzt eine Farbe und dann lässt er literweise Wasser darüber laufen, damit sie verschwindet. Aber der Rest, der bleibt, wird durch eine meisterlich gesetzte Gegenfarbe zum Leuchten, zum Strahlen gebracht. Und dies bewirkt das Ungewöhnliche in Siegfrieds Bildern. Anzinger ist ein Maler ohne Wenn und Aber. Und in der heutigen Zeit, die die Malerei verachtet und nicht mehr ihre Leistung sieht, weil sich alle Welt nur mit dem vordergründigen Illustrativen beschäftigt, in diesem Klimawandel der Wahrnehmung steht Anzingers Malerei wie ein Felsen in der Brandung. Siegfried behauptet ein ungeheures Feld, das so großartig ist, weil er sich trotz seiner Verspieltheiten ganz und gar auf die Farbe verlässt. Das ist es, was mich an Anzinger immer fasziniert hat. Für mich huldigen seine Bilder nur der Wahrnehmung von Farbe. Natürlich braucht er als Mensch, der sich an der Gesellschaft reibt, seine Auseinandersetzung, seine Provokation. Und er steht als Österreicher in der Tradition des gezielten Provozierens. Und permanent provoziert Siegfried in seinen Behauptungen. Scheinbar aus dem Nichts stellt er Utopien auf, feindet Maler an, die wir alle hochschätzen, darunter Größen aus allen Jahrhunderten und beschimpft sie als absolute Versager. Er beschreibt dies mit hinreißenden Worten und mit so großer Kraft und Deutlichkeit, dass man ihn unweigerlich beipflichten muss. Er mag das, ich mag das auch. Diesen Umgang mit den Giganten der Kunstgeschichte, als treffe man sich mit Freunden, die nicht tot sind, und sitzt mit ihnen zusammen und feiert und streitet bis aufs Messer. Dieses ununterbrochene Gastmahl, Platon nannte es Symposion, führt in seiner lebendigen Auseinandersetzung dazu, dass man plötzlich Beckmann hasst, Picasso oberflächlich findet, was zum Teil auch sicherlich stimmt, und Michael als Dichter dem Deckenmaler vorzieht. Daran erfahren die großen Meister, die in ihrem Genie unbestritten sind, eine Gegenwärtigkeit und kommen in der Malerwelt, die wir vertreten, in lebendiger Auseinandersetzung vor. Diese aktuelle Präsenz ist von enormer Wichtigkeit, denn wie Sie alle wissen, kann das Göttliche niemals zerstört werden, aber es kann verdämmern und vergessen werden. Also stemmen wir uns dagegen und sorgen dafür, dass Siegfried, der Göttliche, und sein Werk nicht vergessen werden. Deshalb ist diese Ausstellung in der momentanen Situation der Malerei von außerordentlicher Wichtigkeit. Und ich bin sehr froh, dass ich Gelegenheit habe, darüber zu sprechen. Herausragende Malerei passiert und wachen Auges, dies muss man hoch anrechnen, fördert dieses Haus die Maler. Ich selbst habe hier auch schon ausgestellt. Die Form der Malerei, wie sie Siegfried Anzinger vertritt, ist richtungsweisend inspiriert. Und ich kenne ihn gut als Professor der Kunstakademie in Düsseldorf. Dort spielte er die Flöte eines Malerfängers, reißt die Jugend mit, weiß sie zu begeistern. Ich kann Ihnen sagen, meine Damen und Herren, an diese Jugend ist im Moment sehr schwer heranzukommen, weil sie sich von der Bildung entfernt, vom Wissen entfernt, es als zu kompliziert begreift, sich umfassend zu bilden und lieber der oberflächlichen Informiertheit hinterherrennt, um schnell und auf kürzestem Wege zu teilweise sicherlich guten, unterhaltenden, manchmal auch amüsanten Ergebnissen zu gelangen. In dieser Situation fällt es nicht leicht, den Enthusiasmus für die Malerei zu wecken. Dem Gegenwind spottend gelingt es Siegfried, eine große Schülerschaft hinter sich zu scharen. Begeisterte Anhänger, die auf ihn schwören, was mich immer eifersüchtig machte, ich jedoch mit Freude als Rektor gesehen habe. Denn von solchen Lehrern lebt und zehrt eine Kunstakademie. Sie sind Garanten des Fortbestehens freier Institute, die es immer schwerer haben, sich der politischen Verordnung vor Schulung zu entziehen. Selbstverständlich haben wir immer darauf gerungen, dass Schüler mit Fachwissen ausgestattet werden. Aber die erlesene Aufgabe einer Akademie ist und bleibt, dem Genie Tür und Tor zu öffnen. Siegfried Anzingers Ausstellung atmet die Atmosphäre freier Kunst. Das empfinden Sie.
auf sehr eindringliche Weise und ich bin mit Ihnen glücklich, diese Bilder zu sehen. Siegfried und ich sind Freunde und ich hege zärtliche Gefühle für ihn. Er ist ein wichtiger Inspirator für meine eigene Arbeit. Er hat mich eine gewisse Freiheit gelehrt, mir eine Ungezogenheit vermittelt, die vorantreibt und er ist ein Maler. Das ist phänomenal an ihm. Der andere lassen sich darauf ein, befreit. Wohltuend befreit aus bürgerlichen Zwängen. Denken Sie an seine doch sehr unbürgerlichen Lebensumstände. Ich habe versucht, ihm darin nachzueifern und bin auch kläglich gescheitert. Siegfried führt uns das Leben der Bohème in einer hinreißenden Großzügigkeit und Nachlässigkeit. So selbstverständlich vor Augen, dass es mich immer daran gemahnt, diesen Aspekt des Künstlerseins hochzuschätzen und nicht zu vernachlässigen. Der Lebensbaum der Bohème darf nicht verdorren, denn großes Künstlersein treibt auf ihm seine Blüten. Lass mir diesen Lebensbaum nicht von Fabrikationsartisten beschneiden, deren Machwerke schwimmen als Zeitgeist so aktuell oben auf, werden jedoch schnell vom Fluss der Zeit ins Meer des Belanglosen davongetragen. Denn alles, was seine Zeit nun unterhält, geht auch mit dieser Zeit zugrunde. Die Werke der wahren Kunst aber gehen über die Zeit hinaus. Sie mögen in der Vergangenheit stehen, ragen als Vorbilder jedoch in die Zukunft. Sie sind über ihre Zeit hinaus, setzt ein Mahnmal, und werden von späteren Betrachtern als Meisterwerke wahrgenommen und in der Zukunft gegenwärtig sein. So überleben wir in unseren Bildern, das ist unsere Ewigkeit. Und in diesem Bewusstsein überdauern wir die aktuelle Misere, die dem Künstler seine Ehre und Würde raubt und unterschiedslos jedem das Prädikat verleiht, sich als Künstler zu fühlen und aufzutreten. In dieser obskuren Gemeinschaft haben wir nichts zu suchen, wollen wir nicht Anker werfen und an Land gehen. Und deshalb schiffen wir uns ein mit Kurs auf jene blühende Insel mit ihren zauberhaften Blumen, der großen Namen der Malerei. Dies ist kein Rückzug. Denken Sie an das Boccaccio, denken Sie an Boccaccios Decameron. Die Pest herrscht in Florenz und eine kleine Gruppe gebildeter Freunde zieht sich auf einen Hügel außerhalb der Stadt zurück und man erzählt sich Geschichten, um die Pest aus den Köpfen zu vertreiben. Und dies gereicht uns zum Vorbild, denn ich betrachte die momentane, seltsame Veränderung des Kunstbegriffes als eine Art Pest, der wir in unseren Bildern entgegentreten und Botschaften senden von dort, wo das Lachen, das Singen kein Ende nimmt. Wir, die Maler, erzählen in unseren Bildern die großartigen Geschichten, in denen alle Maler von Bedeutung vorkommen. Tanzend drehen sich im Kreis die Freunde aus naher und ferner Zeit. Und wir schicken Botschaften in alle Welt zu künden von diesem Vergnügen und sinnlichem Spaß, damit ihr wisst, dass es hinter den Bergen immer noch eine tobende, aktuelle, faszinierende, die Zeit beherrschende Malerei gibt, die in ihrer Poesie und ihrer Bedeutung unschlagbar ist und ewig leben wird. Siegfried Anzinger, meine Damen und Herren, ist ein solcher Botschafter. Ein schwarzer Regen spült mein Hirn, die Norne zwirbelt lang am Zwirn, vergesse ich Zeit und Raum. Das Leben ist ein Traum, lasst uns nach vorne schauen. Ich danke Ihnen. Die Ausstellung ist eröffnet.